Wir sind heute hier auf der Golfanlage Loher Sand, mitten in Schleswig-Holstein. Wir haben heute hier unseren ersten Mediencup stattfinden lassen in der Reihe Golf mitten in der Gesellschaft. Und dieses Mal ist das Thema Inklusion. Wir haben über 60 Teilnehmer heute, sowohl im Golfkurs als auch im Schnupperkurs. Davon sind die meisten Golfer mit Behinderung und der kleinere Teil sind Journalisten. Und die haben wir heute einfach zusammengepackt, in Teams gepackt und die haben zusammen Golf gespielt. Und die haben am Ende, wie sich eben jetzt gerade alle reinkommen, herausstellte, einen wunderschönen Golftag verbracht, wo in allererster Linie Spaß im Vordergrund stand. In zweiter Linie auch das sportliche Golf miteinander stand. Man glaubt das gar nicht, aber wenn man natürlich die tollen Plätze schon gesehen hat und wenn man den Ballflug gesehen hat, dann kann man sich das im Grunde genommen vorstellen, was passiert, wenn man richtig trifft. Ich spüre also, wie der Ball fliegt. Das dann so präzise zu trainieren, das ist schon ein sehr ehrgeiziger Ansatz und das macht mir Spaß, ja. Der Arm ist logischerweise gerade. Jetzt kommt der Unterschied. Ich stocke ihn ganz eindeutig an. Wir haben extra vor dem Schlägerkopf ein Tee stehen. Wenn ich also Sweet Spot verschiebe, ist es jetzt da? Dann komme ich da ran und spüre das. Ja, alles klar. Und dann merke ich genau, der Fehler war eindeutig hier. Ja? Mhm. Man muss nur machen. Die meisten reden davon und machen keinen Sport. Also man kann das toll zwischendurch immer wieder machen. Golf ist eine Sportart, die unwahrscheinlich vielfältig ist, weil sie kann über alle Altersgruppen hinweg, über Geschlechter hinweg, über Handicaps hinweg, wie wir heute hier gelernt haben, gespielt werden. Das heißt, Menschen können zusammen Sport ausüben, ohne dass sie in irgendeiner Form ähnlich sind. Eignet sich dieser Golfsport ganz besonders für Leute mit Schlaganfall. Wir haben seit 10 Jahren eine Schlaganfallgruppe, die wir trainieren. Es ist so, dass der Patient dadurch, dass er von dem weißen kleinen Ball abgelenkt wird, Therapie macht, ohne es zu merken. Es ist anders als beim Tennis, da muss man ja hinter dem Ball herrennen. Hier bestimmt man selbst das Tempo. Golf ist nicht nur für Schlaganfallpatienten sehr gut, sondern es lässt sich auch sehr gut einsetzen für Leute, die Diabetes haben, für übergewichtige Kinder zum Beispiel. Denn beim Golf kommt es überhaupt nicht darauf an, wie schwer man ist. Die haben die volle Möglichkeit, in diesem Sport zu glänzen, was im Schulsport manchmal ja sehr frustrierend sein kann. Es ist eben so, dass wir für die ganz schwer Betroffenen auch einen Paragolfer haben. Das ist ein Gerät, in dem man also in den aufrechten Stand hineinfahren kann und dann auch mit diesem Paragolfer über den Platz fahren kann, direkt aufs Grün fahren kann, natürlich mit einer bestimmten Technik, damit das Grün nicht kaputt geht. Das ist echt der Hammer. Es ist total entspannt, sehr herausfordernd und auch sehr gesellig. Weiß nicht, ich habe in Golf so meine Leidenschaft gefunden. Wir haben eben mal so kurz befragt nach der Runde die ersten, die reinkamen, was sie dann so mitnehmen aus dem heutigen Tag. Und das war einfach nur ein Grinsen. Die meisten haben gar nichts gesagt. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, was man von so einer Veranstaltung mitnehmen kann am Ende, dass wir viele glückliche Gesichter gesehen haben.